Kannst gleich über Schalke quatschen, schaue gerade die PK. Ich kann dir nur sagen, die Pressekonferenz kannst du dir sparen, ne? Labbadia, Magath, wird alles nicht passieren. Was glaubt ihr denn, Alter? Wo lebt ihr denn? Was ist denn los? Wo lebt ihr denn? Konnte mir die PK nicht geben. Kann Knebel nicht mehr hören. Also, es war ja abzusehen, dass sie ihn jetzt kicken werden. Es war abzusehen. Aber ich muss wirklich ganz nüchtern betrachten. Oder ganz nüchtern bleibe ich in der Aussage. Emotion maximal unter Kontrolle. Ich habe mir die Pressekonferenz auch gerade angeguckt mit Hechelmann und Knebel. Und am Ende kann ich nur eines sagen. Wollt ihr mich verarschen? Also jetzt mal ernsthaft. Wollt ihr mich verarschen? Sehen die Leute das nicht? Oder... Das muss man doch sehen. Ich verstehe das nicht. Was ist so eine Pressekonferenz, Bruder? Ja, es hat menschlich und inhaltlich und menschlich nicht. Ja, wie die letzten drei Trainer auch. War auch inhaltlich und menschlich. Entschuldigung, nicht die letzten beiden Trainer, sondern Gramozis und Ruven Schröder. Sie sind genau die gleiche Scheiße. Immer klappt's menschlich nicht. Da würde ich mich mal selber hinterfragen. Vor ein paar Monaten hieß es noch, ey, wir haben am Pool Cocktails geschlürft und haben uns gegenseitig die Fußnägel lackiert. Da war menschlich alles top. Also, das muss man doch sehen. Ich raff das nicht. Ist jedes Mal die gleiche Leier. Und sobald er eine kritische Frage kriegt, dann... Ja, nee. Das kann ich für mich nur beurteilen. Nächste Frage. Nee, das sehe ich nicht so. Oder der antwortet überhaupt nicht auf die Frage. Ja, Junge. Nee, und inhaltlich geht der gar nicht darauf ein. Das ist einfach ein fucking Armutszeugnis. Das ist also... Das ist peinlich. Das ist absolut peinlich. Und dass die Nachricht heute nur hieß, Reis ist weg und nicht Reis und Knebel, das ist ein Skandal. Das ist ein fucking Skandal. So gut, gestern noch drüber geredet. Musste herzlich lachen heute Morgen. Also, das ist eine Vollkatastrophe, ehrlich. Dass der da noch sitzen darf, ey, da fällt mir nichts so ein, ehrlich nicht. Und alle feiern jetzt, ja, endlich ist Reis weg. Ja, wieso denn dann nicht direkt nach dem Spiel? Welche Erkenntnisse wurden jetzt in drei Tagen, zwei Tage von einem Spiel... Welche wurden da getroffen, die auf einmal vorher nicht da waren? Dann hau den nach dem Spiel raus und fertig. Und warte doch nicht wieder die ganze Woche. Und zwei Tage vorm Spiel fällt dir ein. Ey, irgendwie so menschlich und inhaltlich passt das irgendwie nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Sollen wir den raushauen? Ja, dann hauen wir ihn raus. Ey, es sind so viele Dinge, wo du einfach diese Inkompetenz siehst. Der hat ja nur noch Vertrag bis Sommer, Lennart. Und darauf ruhen die sich ja alle aus. Ja, der ist ja im Sommer eh weg. Ja, gut. Chillig, dann lassen wir doch. Wieso haben wir den Trainer denn dann rausgeschmissen? Bezahlen wir jetzt auch wieder einen Trainer, der eh nichts macht? Haben wir wieder auf der Gehaltsliste, hättest du den doch auch zu Ende machen können, so. Hätte auch bis Sommer gemacht, ist doch dann egal. Dann lass doch sein. Wenn wir mit der Argumentationslage kommen, dann ist doch gut. Also wer das nicht sieht, ne, das raff ich nicht. Das ist einfach peinlich und das sollte der starke Mann von Schalke sein, Alter. Da flippe ich aus, ehrlich. War mal wieder Knebel Masterclass, ey. Was soll jetzt kommen, Chat? Wer soll jetzt kommen? Ich bitte euch. Da wird irgendwas Uwe Neuhaus, Sandro Schwarz oder wie hieß der Ex-Trainer von Nürnberg? Bruder, da wird irgendwie sowas kommen. Es wird irgendwie sowas kommen und dann ist nach einem Spiel auch, der muss die Mannschaft noch, weißt du? Der muss erstmal so ein System finden. Der muss sich auch erstmal eingrooven. Man muss dem auch ein bisschen Zeit geben, dem neuen Trainer. Ich glaube ja nicht. Wieso muss man dem Trainer Zeit geben? Es liegt doch nur an der Taktik. Die Spieler sind doch anscheinend topfit. Die Spieler sind doch anscheinend besser wie das, was aktuell gespielt wurde. Da braucht doch ein neuer Trainer keine Zeit. Der muss doch einfach nur eine andere Taktik haben. Oder? Kann man auch von zu Hause machen. Mal eben eine Taktik, wie man spielen soll. Der Rest scheint ja zu funktionieren. Bin ich mal sehr drauf gespannt. Ein Testspiel, dann sollte er laufen. Ich glaube auch. Bin sehr gespannt gegen Paderborn. Wirklich. Ich bin wirklich gespannt gegen Paderborn. Das müsste ja dann ein ganz geschmeidiges 3-0 werden, ne? Ganz entspannt drei Punkte mitnehmen. 3-0. Kapitän von Paderborn hast du ja weggekauft. Wenn sie jetzt alle so spielen dürfen, wie sie wollen, dann muss da jetzt was passieren. Und genau mit der Erwartung gehe ich jetzt in dieses Spiel. Paderborn ist unangenehm. Frag mal Fortuna. Nee. Zählt nicht. Zählt für mich nicht. Und St. Pauli war Abstiegskandidat, oder? Ich komme jetzt wochenlang anhören, die Mannschaft ist besser. Dann will ich das jetzt sehen gegen Paderborn. Möchte ich jetzt sehen. Möchte eines Besseren belehrt werden. Eine Idee, wer neuer Trainer wird? Uwe Neuhaus, Sandro Schwarz. Oder ich habe schon wieder den Namen vergessen. Der Ex-Trainer von Nürnberg. Das sind so meine Calls. Robert Klaus, genau. Robert Klaus. Die ganzen Namen, die ihr hier reinhaut mit Labbadia. Labbadia hat letztes Mal schon abgesagt. Plus... Ich glaube, einige vergessen, dass Thomas Reis da seine Ablöse mitbezahlt hat. Neuhaus ist ein guter Trainer. Ja, sind alles gute Trainer. Hat der Spieler wohl nicht so Unrecht gehabt mit seiner Kritik?
Guck dir nochmal das Interview von Marc Uth an. Der hat auch recht gehabt mit dem, was er sagt. Und guck dir den weiteren Verlauf an. Was denkst du, wie die spielen am Samstag? Ich sage ein ungefährdetes 3-0. Die Mannschaft in der Konstellation, so wie sie zusammengestellt worden ist, auch nochmal auf der Pressekonferenz bestätigt, ist ein Aufstiegskader. Da musst du gegen Paderborn souverän gewinnen. Und wenn die in ihrer Spieleklasse gemindert worden sind, aufgrund der Taktik des letzten Trainers, dann möchte ich da was sehen jetzt gegen Paderborn. Mit der Erwartung gehe ich in das Spiel. Was sagst du zur Reißentlassung? Es war ja zu erwarten. Ich habe ja im letzten Talk auch gesagt, ey, wenn das da alles nicht mehr passt, dann muss ich ihn gehen lassen. Aber das Mindeste ist, dass Knebel mitgeht. Und das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das, was passiert ist, ist, dass sie ihm wieder überhaupt nicht wussten, wie sie was machen sollen. Nach dem Spiel ist schon klar, das geht nicht mehr. Und es wird gewartet. Es wird gewartet bis Mittwoch. Bis 2 Tage vom nächsten Spiel wird gewartet. Für eine Erkenntnis, die du schon hättest nach dem Spiel dann haben müssen. Es wird gewartet. In Kombination mit den Fragen, die Knebel bei der PK gestellt worden ist und wie er damit umgegangen ist. Bro, keiner, weiß ich nicht. Das ist, nee, nein, nee. Komm schon. Knebel kann man nicht entlassen. Da wird dann nicht mehr handlungsfähig sind. Man benötigt 2 Vorstände im Verein mindestens. Ja, dann meld ab. Was soll das mit dem geben? Ich bitte euch. Was soll das mit dem geben? Das kannst du dir doch nicht mehr schön quasseln. Und ich rede hier nicht mal von Hechelmann, Alter. Ich würde Hechelmann hier auch noch ganz vorsichtig aus der Schusslinie nehmen. Auch wenn der sich bei der PK maximal gar nicht mit Ruhm bekleckert hat. Null. Waldfuß, Möglichkeiten gibt's immer, um den da seinem Amt zu entheben. Möglichkeiten gibt's immer. Ich glaube, Hechelmann hätte am liebsten Samstag schon die Reißleine gezogen, lag 100% an Knebel, der bis heute... Ja, weil Hechelmann im Zugzwang ist, weil es seine Transferphase war. Seine Spieler, von denen der 1000% überzeugt war, wie jeder andere auch. Und ich sehe keinen Spieler, der da überzeugt. Nimm mal Müller raus und Mörkin immer 45 Minuten gut. Der Rest ist bisher gar nichts. Natürlich will er den Trainer weghaben. Aber genau jetzt, der Trainer muss dann mal wieder sitzen. Mal wieder der nächste Trainer, der dann jetzt sitzen muss. Und auch der steht dann in der Bringschuld. Wenn der nächste Trainer ebenfalls mit diesem Kader nichts anstellen kann, was ist dann die Ausrede? Haben sie wieder den falschen Trainer geholt? Passt dann menschlich und inhaltlich wieder nicht zusammen? Haben sie sich wieder nicht genug informiert über den Charakter des Trainers? Wie der so tickt? Waren sie wieder in irgendeinem Spaßbad? Sind ein bisschen die Rutschen runtergerutscht, Wettrennen gemacht und dann war lustig. Kann passen, hast du Lust? Poh, das ist einfach nur noch eine Muppet-Show da, ne, ehrlich. Und dann zufällig getroffen, natürlich, alles zufällig. Ey, ich hab's ja erwartet. Ich habe ja im letzten Talk auch gesagt, ey, wenn das alles nicht geht, dann musst du Reis ziehen lassen. So, ich habe jeden Glauben an den Trainer verloren. Ja, aber diese Pressekonferenz heute, wie das Ganze verkündet worden ist, wie die Umstände verkauft worden sind. Bruder, da muss es doch Klick machen bei den Leuten. Es muss doch einfach im Kopf mal ein Schalter umgesetzt werden, dass man so offensichtliche Dinge einfach sieht. Antworten, die Knebel da auf die Fragen gibt, Alter. Der will mich verarschen, Alter. Wirklich. Der will mich einfach verarschen. Dann setz dich nicht in eine Pressekonferenz hin, wenn du keinen Bock hast, irgendwelche Fragen zu beantworten. Aber hock dich da nicht hin, wie Mr. Großkotz höchstpersönlich und setz dich da hin, als hättest du den Plan von komplett allem, obwohl du den offensichtlich nicht hast. Ey, ja, wie sehen Sie das so und so? Das kam ja eigentlich so und so rüber und auch für die Außenstehenden so. Ja, das kann nur ich beurteilen. Das kann nur der beurteilen, der die Entscheidung gefällt hat. Und das ist seine Antwort. Ja, danke für gar nichts. Dann mach doch keine Pressekonferenz. Dann lass doch sein. Wieso haben sie jetzt Reis entlassen? Ja, das kann nur der beurteilen, der ist Dings. Ja, wieso haben sie die Spiele eingekauft? Ja, das kann nur der beurteilen. Ja, dann ist das die Antwort auf alles. Kann nur der beurteilen, der es gemacht hat. Lassen wir sein, brauchen wir keine Pressekonferenzen mehr. Und gut ist, Thomas Stamm von Freiburg wäre auch interessant. Ich finde es wirklich schön, dass ihr euch so Gedanken macht, wer wo die zweite Mannschaft davon trainiert, wer da. Bro, ich gebe euch einen Tipp. Versteift euch einfach nur darauf oder mindert diesen Umkreis einfach nur darauf, mit wem Peter Knebel oder Hechelmann in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat oder irgendwie mal connected hat. Bezieht euch einfach nur auf diesen Kreis. Ich fühle mich ein bisschen so wie beim Abgang von Schröder. Wenigstens bei einem macht's Klick, Just. Wenigstens bei einem. Es ist immer der gleiche Ablauf. Immer. Schwarz hat in Mainz am Anfang sehr gute Arbeit geleistet, verstehe aber, dass er negativ gesehen wird inzwischen. Ey, Surprise, ein Schwollow war in Freiburg auch mal richtig gut. Und dann kam Hertha. Sandro Schwarz war sogar in Russland gut, Tedesco auch.
Tedesco war auch in Russland gut. Wieso regt ihr euch über Tempelmann auf? Der Typ rennt und kämpft. Ich reg mich nicht mal über Tempelmann auf. Tempelmann ist einfach mit in diesem Mittelfeld drin, was nichts geschissen kriegt. In Kombination mit Sego und Schallenberg. Und von den dreien, gebe ich dir recht, ist er der Beste. Wie würdest du denn jetzt weitermachen? Was weiß ich, wie ich jetzt weitermachen würde? Kenne ich die ganzen Gegebenheiten da oben? Ich würde da mit dem Hammer reinjagen. Was soll denn jetzt noch schlimmer werden? Der Kader ist anscheinend gut genug. Hol irgendeinen Trainer, schmeiß die da oben alle raus und da muss ja laufen eigentlich, ne? Wird einem ja so verkauft. Was Schalke ganz gut kann, sind Alibi-Umbrüche. Alibi-Umbrüche können die wirklich gut. Jetzt machen wir einen Umbruch. Na, nee, jetzt aber. Nee, aber jetzt. Nee, jetzt machen wir auf jeden Fall einen Umbruch. Nee, aber jetzt. Jetzt machen wir einen Umbruch. Abgestiegen. Ja, aber jetzt. Jetzt machen wir den Umbruch. Jetzt setzen wir auf die jungen Leute. Und jetzt. Jetzt auch mal längerfristig was planen. Und, ach nee, aber dann jetzt mit dem Nächsten. Du kannst als Schalke-Fan wirklich nur hoffen, dass der neue Trainer, der jetzt kommt, dass der ein Fan von Ralf Fährmann ist. Darauf musst du hoffen. Oder das gebe ich dem Trainer auch mit. Sei ein Fan von Ralf Fährmann. Stell den bloß auf. Weil wenn du den nicht aufstellst, guck dir mal die Vergangenheit an. Dann wirst du nicht mehr lange haben. Guck dir die Vergangenheit an. Dann lass halt Fährmann spielen am Tor, wird der Aufstieg nicht scheitern. Dann lass ihn halt spielen. Wenn er mal fit ist. Aber der ist ja gar nicht, der ist ja überhaupt nicht verletzungsanfällig, ne? Ist er ja nicht. Konnte ich mir anhören. Och, Bruder. Ich hätte gerne noch die 4 Pappenheimer, hätte ich gerne noch gefunden. Damit ich mich daran ergötzen könnte. Fährmann ist überhaupt nicht verletzungsanfällig. Nee, stimmt. Ist er auch topfit gerade wieder. Der Ball kommt immer ins Rollen, sobald Fährmann aus dem Tor genommen wird. Immer. Immer. Wirklich immer. Gramozis, Freisel, die gleiche Scheiße. Es ist immer das Gleiche. Ich glaube, wir sind einer Meinung, Fährmann weg. Mir geht es nicht mal darum, dass Fährmann an allem schuld ist oder der Sündenbock ist. Aber es muss doch ein Muster zu erkennen sein bei den Leuten. Man muss doch dieses Muster sehen. Jedes Mal, wenn Fährmann aus dem Tor genommen wird und die Nummer 1 aberkannt, 2-3 Monate später ist der Trainer weg. In meinen Augen ist die Vereinsführung um Knebel und wie die Pappenheimer bei euch heißen. Meine auch. Was, komischerweise haben die mit jedem Trainer irgendwann inhaltliche und menschliche Probleme. Und auf die Frage, wer die menschlichen Probleme hatte, könnt ihr euch auch die Pressekonferenz angucken und dann die Antwort von Peter Knebel. Kann man sich einfach. Er sagt selber gefühlt. Selber. Ist ein Eingeständnis, wie der da sitzt. Das ist wieder das Gleiche ist. Wie die Monate schon zuvor. Er eiert einfach rum. Er beantwortet es nicht wirklich. Das ist eine einfache Frage. Und die wird nicht beantwortet. Er ist ja auch der Entscheider. Er muss ihn nicht rechtfertigen. Ist richtig, ja. Das kann nur der das entschieden hat, beurteilen. Das sind auch tolle Antworten, Alter. Kannst du das mal näher erläutern, Knebel? Nein, ja. Ey, ich hoffe wirklich, ich hoffe ganz, ganz arg, ganz, ganz eindringlich für das Team, dass man am Freitag etwas sieht. Weil jetzt scheinen sie ja dann die taktischen Einstellungen zu bekommen von Kreuzer, nach denen sie sich alle lechzen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Bist du hauptsächlich sauer, dass Reis weg ist, dass Knebel noch da ist? Knebel meinte vorhin, keine Million für einen Trainer. Hat sich für mich so angehört, als würde man in Erwägung ziehen, Geld in die Hand zu nehmen. Kein Geld, keine Million für den Trainer? Das ist doch eindeutig, oder? Klang sehr nach vereinslosen Trainern nur. Also, wie beschränkt euch auf den Kreis, mit dem Knebel und Hechelmann zu tun haben. Alles andere würde mich maximal wundern. Oder der Trainer soll seine Ablöse wieder selber bezahlen. Ja, das ist auch. Die glauben wahrscheinlich, das ist normal, ne? Dass sich alle noch danach reißen, auf Schalke Trainer zu sein, wenn du dir die Vergangenheit anguckst. Da würde ich mich als Trainer auch richtig drum reißen mittlerweile, auf Schalke, um auf der Schalker Bank zu sitzen, ehrlich. Wenn du genau weißt, ey, hier hat eh keiner Bock auf dich, die wissen eh alles besser wie du selber. Da hätte ich richtig Bock, mich da hinzusitzen. Und dir dann auch im Gespräch, ja, immer, ey, musst du unbedingt noch deinen Stuff mitbringen, oder, weil wir haben ja eigentlich Leute, geht das nie eigentlich, dass du nur alleine kommst? Wäre das möglich, dass nur du kommst, weil wir hätten hier so den einen oder anderen. Ich weiß nicht, ob du menschlich mit denen klarkommst, aber ist ja egal. Aber dann hast du da wenigstens welche, weißt du? Hab gerade nach Vereinslosen geschaut. Breitenreiter, Slomka, Keller, Klaus, Schubert, Antwerpen. Ja, Sandro Schwarz fehlt da noch. Und Uwe Neuhaus in der Aufzählung. Das sind für mich auch heiße Kandidaten. Also wenn ich jetzt mich festlegen müsste, sage ich Sandro Schwarz. Sandro Schwarz ist meine absolute Nummer 1. Und nein, das meine ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass der Trainer auf Schalke wird. Ich sage von dem, was ich glaube.
Sandro, ich glaube, es wird Sandro Schwarz. Wenn es nicht Sandro Schwarz wird, sage ich Klaus, Neuhaus oder Antwerpen. Das sind die Namen, die ich im Bauch habe. Ob das am Ende so wird? Keine Ahnung. Vielleicht entdeckt ja auch irgendjemand im Vorstand seine Trainerqualifikationen und steht auf einmal er an der Linie. Kann auch sein. Das sind meine Namen, die kriegt ihr jetzt hier von mir und dann haken wir den Scheiß hier ab. Wir werden wahrscheinlich nach dem Paderborn-Spiel oder im Sonntagsstream vielleicht schon schlauer sein. Wobei, anhand wie jetzt die Personalie gedribbelt worden ist, denke ich eher ein Tag vom nächsten Spieltag wird der neue Trainer bekannt gegeben, dass der zumindest mal vor dem Spiel jedem Spieler noch die Hand geben kann und sich vorstellen. Kann auch passieren. Ne? Würde mich nicht wundern. Dann können wir erst einen Tag danach darüber sprechen. Ey, da kannst du nichts anderes mehr sagen als toi, toi, toi und Glück auf. Ne? Super.